Was geht YouTube und herzlich willkommen zur zweiten Episode vom United World Cup. Ich bin die Legende, die es geschafft hat, als erster in so einem Format in der ersten Folge kein Upgrade zu schaffen, sondern Minusmünzen zu machen. Und deswegen, ja, wundert euch nicht, Leute, dass es heute quasi ohne eine Teamverbesserung losgeht, denn das hier ist und bleibt mein Team. Kurz um die Regeln hier, jetzt habe ich die Formation noch geändert, das war es wieder komplett. Kurz um die Regeln zu befolgen, checkt mal hier ab, mein Suarez hat jetzt 867 Spiele, das heißt nach der Folge muss er 869 Spiele haben, dann habe ich die Regeln erfüllt. Ja, ansonsten würde ich sagen, geht's mal direkt rund. Wir starten rein und ja, hoffentlich kann ich heute mal ein Spiel gewinnen, Leute, das wär's doch mal. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir einen Gegner finden, nicht so wie letztes Mal, der direkt das komplette Team of the Season hat, aber es ist halt sehr schwierig. Das habe ich ja schon erwähnt, weil die Spieler ja teilweise sehr günstig geworden sind und deswegen ja, hat jeder jetzt eigentlich genug Münzen, um sich irgendwas Gutes zu holen. Außer ich natürlich, ich habe leider nichts, um mir irgendwas Gutes zu holen. Aber naja, Leute. Na gut, jetzt zeigen wir die Mannschaft her. Bitte. Okay, okay, das ist mal so ein richtig Billo-BPL-Team. Natürlich immer noch viel besser als mein Team, aber vielleicht kann ich gegen so ein Team ja mal arbeiten, Leute. Das wär's doch jetzt mal. Okay, direkt hier Suarez. Ich habe mich auch nicht eingespielt, Leute. Ich habe neulich mal so ein paar Runden gespielt mit dem Team. Man muss ja nicht aufnehmen, Hauptsache nur Anfang und Ende der Folge sind gleich. Aber. Digga. Okay. Suarez, hier schön, auf Luna. Luna. Nochmal auf Suarez. Ja, ist doch mal eben easy 1-0, oder? Würde ich sagen. Da haben wir doch erstmal unsere ersten 50.000 Münzchen. Was für ein schönes Tor. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, ne? Vielleicht kann ich einen Rage Quit erzeugen. Das wäre natürlich perfekt. Digga, was macht er? Er will richtig mit Valencia jetzt durchpacen. Tja, aber das nicht mit Valverde gerechnet. Suarez, ja, ist das klasse Fußball oder ist das klasse Fußball hier? Wieder auf Suarez, der spielt wieder zurück. Kommt sogar durch hier. Vera, Vera in wen? Vera hat den Ball wieder. Noch einmal durchgesteckt, komm. Nein, ah, hätte ich mal selber geschossen. Wieder Ederson, der war ja letztes Mal schon mein größter Feind. Wäre natürlich jetzt legendär, hätte ich den noch mit Suarez gemacht. Jetzt nicht, keine Faxen machen hier. Ganz entspannt spielen, so. 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 Suarez' Pässe gefallen mir nicht. Ich verlasse mich da immer zu sehr drauf. Bei den Silberspielern, da richte ich den Pass quasi genau ein. Aber bei Suarez geht das ja nicht. Aber das geht für Suarez. Das geht für Suarez, Leute. Boom! Komm schon, Alter. Da haben wir 100.000 Münzen. Jetzt einfach nicht choken. Ich kann sogar 3 Gegentore kassieren. Und habe noch 10.000 gemacht. Endlich habe ich mal nicht so ein über-tryharder Gegnerteam. Und schon läuft's besser. Hey. Ja, was willst du da machen? Da kannst du nichts machen, weil der Silberverteidiger stellt ja eben nicht zu. Schön. Richtig gut gemacht. Suarez, ah, man muss einfach mal draufhalten. Hey. Was macht mein Verteidiger da? Schön zulaufen. Und jetzt. Ah. Okay, den Freistoß kannst du für mich ausnehmen. Guck mal, was willst du da machen? Die Verteidiger können nichts machen. Suarez, Golasso. Sauber, Mann. Komm schon. Direkt schön gekontert, durchgezogen, Mann. Eieiei. Okay, 3 Tore auch von Suarez. Das ist natürlich stabil. Das sind 150.000 minus, also 90.000 plus haben wir dadurch. Die Ecken sind halt so gefährlich, Mann, weil es wird immer einer aufs Tor gehen nach einer Ecke. Das war mein Spieler. Alles klar, gut zu wissen. Guck mal, ey. Bakayoko, so gefährlich. Aber jetzt mal einer auf. Vera versucht hier die Körpertäuschung. Komm, jetzt mein Ball. Genau so. Zack, zack, schön. Komm, Vera. Jawohl. Nein. Ja. Pfeif, 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 pfeif doch. Pfeif doch. Ah, oh, Mann, Digga. Er ist so schnell. Nein. Du kannst es nicht verteidigen mit dem Team. Valverde hat den Ball, Digga. Er läuft da oben alles zu, was man zulaufen kann, aber nicht Vera. Suarez.
Hoch, nochmal zurück auf Suarez. Suarez, oh, wäre das schön gewesen. Ich weiß nicht, wie ich es verteidigen soll. Oh, die Grätsche war so wichtig, Alter. Oh mein Gott. Luna, Digga. Suarez, Vera. Oh. Nein. Ja. Oh, okay. Ich kann hier halt nichts über Ballbesitz regeln. Oh nein, Digga. Mann, das Ding ist. Der ist halt spielerisch echt schlecht, der Gegner. Das muss ich eigentlich nutzen. Aber mein Team. Ihr glaubt halt nicht, wie sich das Team spielt, ne? Vera kriegt den Ball hier nochmal zurück. Würde er, wenn er nicht mit -2 km/h laufen würde. Oh, Suarez kämpft sich hier durch. Aber dann. Nee. Oh Gott, er ist so schnell. Notbremse, scheiß drauf. Aber er gibt nur gelb, er gibt nur gelb, er gibt nur gelb. Ha, komm jetzt schnell. Na, er ist nicht AFK, oder? Ne, ich denke nicht. Suarez. Ja, irgendwie reingemogelt das Ding. Okay, komm schon. Alter. Fagundes hier mit Vollspanne. Er riskiert auch nochmal. Ich wollte mich auch bedanken, Leute, im Übrigen für jeden, der diese Folgen hier anschaut. Ich weiß, ich bin ja kein FIFA-Channel und so, deswegen cool. Danke für jeden Klick. Mal einer für den Lewis hier. Und wisst ihr was? Der macht's einfach selbst. Nein! Oh Mann, Vera, da war doch mal deine Chance, einmal nicht scheiße zu spielen. Ja, Vera werden wir aber noch öfter sehen, wie gesagt, weil der vermutlich drin bleiben wird am Ende. Oh, Musa, der ist so schnell, Digga. Boah! Suarez einfach mit den Zähnen angenommen, das Bällchen wieder reingebissen. Oh, die Grätsche war jetzt wirklich. Ah, das war jetzt eine Weltklasse-Grätsche. Nein. Und dann wieder der Fehler. Und jetzt wieder. Oh, Luna, Digga, kämpft hier. Und mein Ball. Und jetzt mal ein bisschen Ruhe hier. Zack. Und mal ein bisschen Ruhe. Nicht da in die Richtung. Da ist keine Ruhe. Ich krieg die Ruhe nicht rein. Das war's wieder completely. Und wie. Och, wie Kohn, das macht hier ganz komische Moves. Einfach weg damit. So, das Thema mal zusammenheben. Ich habe 3 Tore mit Suarez, das sind 150.000. Und 100, also ich habe 180.000 plus gemacht und 90.000 minus. Also habe ich 90.000 Münzen mit diesem Spiel gemacht. Okay, 90.000 Münzen. Okay, komm schon, ey. Wenn ich jetzt ein Tor mit Suarez mache, bin ich eigentlich relativ safe. Oh Gott, Leute, die haben so eine scheiß Bewertung. Ich habe wirklich das Glück, oder? Komm, jetzt sei bitte wirklich so schlecht, oder war es ja nur Fake? Ja, es war natürlich wieder nur Fake. es war wieder ein Scam. Das andere Team. Digga, okay. Okay, wie mache ich das jetzt? Wir müssen jetzt einfach versuchen, keine nicht so heftig Gegentore zu bekommen. Also ich werde jetzt auf Ballbesitz Todes spielen. Also ich werde quasi, ja, was soll ich denn sonst machen? Pässe spielen, die halt auch ankommen. Versuchen, relativ wenig Fehler zu machen, damit halt einfach wenig Gegentore reinkommen. Ich denke mal, das ist das Einzige, worauf ich jetzt wirklich achten kann. Ich spiele, als ob ich gegen, als ob ich so mit so ein paar No-Hands so gegen so Roboter spiele, Alter. Gegen so Giganten, Digga. Das fühlt sich so, die sind auch alle so groß und so, Digga. Ah, Leute, es tut weh. Aber das Team ist wirklich auch, es war ends der Scam auch. Also ich glaube, das ist halt, ich werde jetzt halt safe ohne auch wieder ohne Upgrade da sein am Ende. Das tut mir aber echt irgendwie, das habe ich eigentlich nicht verdient so. Was soll ich bei einer Ecke machen? Jetzt sagt's mir, Leute. Sein Eckentyp hat locker 95 bei Ecken. Okay, mach kurz, ist gut. Ich lasse dich auch, komm. Ja, aber klar, Digga. Oh, Valverde, Digga. Ja, Bale fickt meine Mutter. Jetzt, er muss sich ja nur umdrehen, er muss sich ja nur... Nicht den Elfer, nicht den Elfer. Vikones kam nicht klar gerade. Okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich noch 30.000 Münzen übrig, ne? Oh Mann, guck mal Leute, da komme ich sogar mal durch.
Er fickt mich spielerisch ja noch nicht komplett tot. Das muss man ja auch sagen, ne? Also das erkenne ich auch an, so. Valverde! Aber gegen Edwin van der Sar ist 3 Meter groß, Digga. Was willst du da machen? Okay, noch habe ich Münzen. Digga, ich hätte sogar 2 Tore machen können. Eins hätte ich sogar machen müssen. Leute, Leute, ey. Suarez muss jetzt halt. Oh, schön. Rodriguez. Anstoßhype ausnutzen. Habe ich bei Gamer Brother gelernt. Als treuer Abonnent. Schön. Bitte jetzt eine gute Flanke in deinem scheiß Leben. Nein, es geht nicht. Und wie sind meine Spieler alle aufgerückt? Ja, den hier nehme ich jetzt. Komm, komm, komm. Einfach den Crespo zumachen. Einfach den Crespo zumachen. Er wird eh tricksen. Und er schafft es. Und er hat zu viel Platz. Er wird aber. Er will. Nein, Valverde. Was ist das für ein Fehler, Digga? Ich meine, gut dazwischen gegangen auf jeden, aber. Oh. Okay, egal, ich muss jetzt ein Tor machen. Es geht nicht anders. Ich geh jetzt hier nicht mit null Münzen wieder raus. Es geht nicht. Ich muss halt jetzt irgendwie ein Tor machen. Und am besten mit Louis. Aber wie? Wie denn? Wie denn, Digga? Wenn die mich so zulaufen. Jetzt wieder hier mit Rio Ferdinand die Skills auspacken. Suarez schön, aber da ist halt keiner dabei gerade. Guckt euch das an, Digga, wie ernst der macht. Ich komme nicht. Und dann dieser behinderte Dreckspass. Ja, alle, die sagen, dass ich gerade schlecht spiele, so, ihr müsst es einfach mal selber mit diesem Team gegen das Team spielen, wirklich. Lass es. Lass es doch. Abseits. Kein Abseits. Und dann tut es gerade, das tut richtig weh gerade, wisst ihr, weil es so unverdient ist einfach. Also in dem Spiel ist es natürlich verdient, aber so insgesamt tut es einfach gerade weh. Ich hätte im ersten Spiel mehr Münzen holen müssen. Und dann kommt halt so ein Team, weißt du, was willst du da machen gegen so ein Team? Ein Spieler ist mehr wert als mein ganzes Team, Digga. Und dann hat er dieses Glück auch noch, dieses Verfluchte. Ach, dann werde ich halt beim Full-Silber-Team spielen am Ende. Ist doch auch eigentlich geil. Scheiß drauf. Ich werde diese Aufnahme jetzt nicht nochmal machen, Digga. Ich werde jetzt nicht einen auf den machen, ja, zufällig hat Suarez jetzt gerade so und so viele Spiele. Das mache ich jetzt nicht, Digga. Jetzt muss er mal laufen, Digga, als ob das geht. Mann, Digga, mach bloß keinen Fehler. Och, Valverde, ist das gut. Jetzt vielleicht echt mal so ein ganz schmutziges Ding auf Luis Suarez. Ah, schade. Ey, ganz ehrlich. Ein Tor mit Suarez würde mich jetzt noch ins. Da hätte ich, glaube ich, 20.000 Münzen. Das würde schon so weiterhelfen. Oh, Rika! Jetzt den Fehler mit Edwin mal. Oh, Digga. Thunder Edwin, Mann. Der ist einfach Legende, der Typ. Ist halt wirklich. Da passt Icon halt wie die Faust aufs Auge. Oh, wie Konis, Digga. Rettet mich hier nochmal, wenn ich einen Lucky Punch mache. Da muss ich nur zum Tor drin schießen. Er will irgendwie mit Ferdinand ein Tor machen, habe ich das Gefühl. Abseits. Was macht mein Spieler? Mikones. Ja, da ist er. Komm. Jetzt geh. Die Ballannahme ist so furchtbar, Digga. Geh dich umbringen. Ja, die Uhr tickt. Komm, jetzt mit Suarez ein Tor und ich bin im Plus, Leute. Mit Suarez ein Tor und ich bin im Plus. Überlegt euch das mal. Mach doch. Ja, ich kann jetzt. Jetzt ist eigentlich alles egal. Ah, schade, Leute. Aber es ist eine legendäre Folge wieder. Ich habe immer noch kein Upgrade, aber ey. Ich fake das wenigstens nicht, Leute. Ich fake es wenigstens nicht. Okay, er will mich nochmal richtig. Warte. Wenn er jetzt verschießt, er lobt ihn eh in die Mitte. Und dann direkt der Konter. Ach, Digga, was laber ich überhaupt, Digga? Egal, Leute, scheiß drauf. Egal, ich nehme ihn nicht normal auf, weil das sehe ich jetzt nicht ein, Leute. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin einfach. Ich werde ohne Upgrade am Ende ins Ding ins reingehen. Ist doch eigentlich nice.
Da ist wenigstens mal was Besonderes in diesem Turnier passiert. Ja, dann müssen wir uns auch diese Upgrade-Karte gar nicht einblenden hier. Ich liebe mein Team sowieso so, wie es ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.